Diese verrückte Postkarte kommt von Jonas aus Berlin. Auf der einen Seite hat er meine Anschrift als Empfänger angegeben, auf der anderen Seite hat er sich selber als Empfänger angegeben, habe ich hier unkenntlich gemacht, die Adresse. Ja, Jonas wollte testen, wo die Karte wohl ankommt und sie ist bei mir angekommen und auch nur eine von beiden Briefmarken wurde von der Deutschen Post abgestempelt, entwertet. Nicht aufgefallen ist der Post, dass Jonas nur 5 Cent Marken aufgeklebt hat und nicht 70 Cent oder eigentlich wären hier 85 Cent fällig gewesen, weil das zwei zusammengeklebte Karten sind, dann ist es ein Brief 85 Cent. Aber vielen Dank, Jonas, für die kreative Idee. Ebenfalls beidseitig adressiert ist dieser Großbrief hier, so eine Schachtel, aber auf beiden Seiten meine identische Adresse, auch gleiche Sendungsnummer. Ja, habe ich noch gar nicht geöffnet, da schaue ich jetzt mal hinein. Da ist Schokolade drin. Sieht so aus wie Toffifee, ist aber nicht Toffifee. Jetzt muss ich noch den zugehörigen Brief dazu öffnen. Tja, hier steht nichts drauf, nur meine Adresse, kein Absender. Das war offenbar ein Schokoladengeschenk von Unbekannt. Ich danke dir herzlich. Weiter geht's mit diesem FedEx-Paket von Fabio aus Trofeiach in Österreich. Ja, das FedEx-Paket wurde bei mir in Deutschland durch Hermes zugestellt. FedEx kooperiert ja bei langsamen Versandarten mit Hermes. Ja, steht schon drauf, Zuschauerpost. Das raschelt auch ziemlich stark. Ich bin sehr gespannt, was da drin steckt. Ja, das ist ja süß. Fabio hat mir ein paar 3D-Figuren selber gedruckt. Hier zum Beispiel eine Ratte oder eine Maus. Sieht ganz süß aus. Kann man auch ein bisschen bunt anmalen. Ja, finde ich eine nette Idee. Und Dankeschön auch für deinen Brief, Fabio. Ich schicke dir mal ein kleines Dankeschön zurück nach Österreich. Viele Grüße in die Steiermark. Ja, weiter geht's mit diesem Paket. Das brauche ich gar nicht öffnen, denn das ist ein leeres DHL-Packset. Da hat sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt. Ich habe ja auf meiner Website so verschiedene Beispielaufkleber von Paketdiensten. Jemand hat sich den DHL-Beispielaufkleber heruntergeladen, hier aufs Packset geklebt und das Paket via Packstation abgeschickt. Mich wundert, dass das Paket überhaupt bei mir angekommen ist, dass es nicht von DHL gestoppt wurde, weil der Aufkleber ist ja offensichtlich, also ist erstens schon doppelt verwendet und zweitens ist hier auch der Sicherheitscode gar nicht scannbar. Also tja, einerseits ist es interessant, dass es bei mir angekommen ist, andererseits hat das irgendwie kein Zweck, also gefreut habe ich mich darüber nicht. Und apropos schlechter Scherz, zwei Leute, die wissen schon, wer gemeint ist, haben mir 70 Liter Blumenerde zugeschickt. Ich habe das dummerweise umleiten lassen an einen GLS-Paketshop, weil ich dachte, das wäre irgendwie normale Zuschauerpost. Aber tja, hatte ich den Salat, musste das hier nach Hause schleppen. Ich wohne im 4. Stock. Tja, aber jetzt weiß ich mal, wie sich Paketboten fühlen bei solchen Blumenerde-Lieferungen oder Möbellieferungen oder Tierfutterlieferungen. Das ist wirklich ja, nicht zum Lachen. Dieses Paket hier kommt von Zuschauer Titus. In einem TNT-Karton hat er mir das mit DPD zugeschickt. Und innen drin steckt viel Versandmaterial von UPS, FedEx, auch ein bisschen Deutsche Post. Ich habe das alles schon geöffnet und durchgeschaut. Vielen Dank, Titus. Aber Titus, ich hatte dir doch geschrieben, wir standen ja schon in Kontakt und ich hatte darum gebeten, mir keine Pakete nach Hause zu schicken, sondern lieber an die Paketshop-Adresse. Beim nächsten Mal bitte berücksichtigen. Ansonsten sage ich vielen Dank für das umfangreiche Versandmaterial. Kann man immer gut gebrauchen. Marvin aus Dinklage war besonders fleißig. Von ihm habe ich 3 Sachen bekommen. Eine Postkarte, einen Brief und ein Paket. Das Paket mache ich gleich auf. Vielen Dank schon mal, Marvin. Beim Brief war die Besonderheit, dass du ihn als Einschreiben mit Rückschein verschickt hast, aber das Einschreiben wurde einfach in meinen Briefkasten eingeworfen. Ich habe mal den Auslieferungsbeleg heruntergeladen. Da fehlt auch meine Empfängerunterschrift, also das ist nicht einwandfrei gelaufen. Generell der Hinweis an alle Zuschauer, bitte schickt mir nur Einwurfeinschreiben. Da muss der Zusteller nicht immer jeden Tag klingeln und auch Pakete lasse ich meistens an Paketshops oder an eine Packstation umleiten, damit ich nicht ständig hier vom Klingeln gestört werde. Trotzdem, ich freue mich schon jetzt darauf zu sehen, was in diesem Karton steckt. Da habe ich wirklich große Augen gemacht beim Öffnen. Eine geniale Süßigkeitenbox, koreanische Süßigkeiten. Vielen Dank, Marvin. Ja, das fiel mir jetzt schwer, das alles zu identifizieren. Ist natürlich koreanisch beschriftet, aber es sieht alles sehr lecker aus und ich freue mich schon, mich da durchzukosten. Ich habe mir jetzt hier für die Verkostung im Video mal dieses Produkt herausgesucht. Es sieht irgendwie interessant aus. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen kühl hier drin an und so Gelee-artig. Ich öffne das mal. Ja, das ist so Weingummi-mäßig. Mal kosten.
Ja, nicht ganz vergleichbar mit Haribo, so ähnlich, aber sehr intensiver Traubengeschmack, also schmeckt mir gut. Vielen Dank, Marvin, eine super Idee. Hier hat mich mal wieder anonyme Zuschauerpost erreicht, mit einem Autogramm von Carsten Stahl, vielen Dank. Ja, leider hast du nichts dazu geschrieben, auch keine Absenderadresse, das fällt mir bei vielen Briefen auf. Vielleicht habt ihr Angst, dass eure Adresse hier im Video erscheint, braucht ihr nicht. Ich mache eure Adresse unkenntlich, so dass sie hier nicht erscheint, aber wer einen Absender angibt, der bekommt auch eine Antwort von mir. Dieser Testbrief von Zuschauer Timo aus Lübeck ist eine Besonderheit, was für Nerds. Und zwar gibt es Nordbrief, den privaten Briefdienst in verschiedenen Bundesländern, zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und Timo hat jetzt Nordbrief-Briefmarken aus Mecklenburg-Vorpommern verwendet, um damit einen Nordbrief in Schleswig-Holstein abzuschicken. Ich hätte gedacht, das funktioniert nicht, dass die Nordbrief-Briefmarken immer nur auf einem Bundesland begrenzt sind, aber es hat funktioniert. Nordbrief hat den Brief befördert bzw. an die Deutsche Post übergeben und der wurde mir dann nach ungefähr einer Woche zugestellt. Diese Postkarte hier kommt von Robin bei Instagram Logistik Robin und er hat sie am 3.10. in einen Briefkasten mit Sonntagsleerung eingeworfen. 3.10. war ja Feiertag, Tag der Deutschen Einheit und eigentlich würde ich das so verstehen, dass Briefkästen mit Sonntagsleerung auch an Feiertagen geleert werden. Das wollte Robin hiermit untersuchen, aber Pustekuchen, am 3.10. wurde der Kasten nicht geleert, sondern erst am 4.10. Zweimal mallorquinische Post, aber abgeschickt in Deutschland, hat mich von anonym erreicht. Einmal hier so eine große quadratische Postkarte und ein riesenlanges Postkarten-Leporello, würde ich sagen. Also, da kann ich jetzt richtig schön viele Postkarten verschicken. Mal sehen, ob ich die alle aufgebraucht bekomme. Jedenfalls herzlichen Dank. Post von Google Pay lag eines Tages in meinem Briefkasten, habe ich mich besonders drüber gewundert, aber ja, war dann irgendwie enttäuscht. Das sind nur so Aufkleber für Ladengeschäfte. Hat das jemand von euch für mich angefordert? Also ich habe ja kein Ladengeschäft, aber wer jetzt irgendwie ein Kassensystem von Google Pay hat oder Google Pay akzeptiert, der kann sich hier solche Sticker auf die Tür kleben. Damien Markus aus Eisenhüttenstadt hat mir diese kreative Postkarte geschickt. Sie hat eine eingebaute DVD. Ja, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Damien Markus meint, er hat sie beim Aufräumen gefunden, ist also schon ein bisschen älter. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich darüber. Ich habe leider keinen DVD-Player, kann ich also nicht abspielen, aber da scheint irgendwie ein Werbefilm über Schottland drauf zu sein. Ja, bei der Frankierung ist mir aufgefallen, dass die Briefmarken wahrscheinlich aus einem Plusbrief ausgeschnitten worden sind. Das ist eigentlich nicht erlaubt, aber die Karte kam ja trotzdem unbeschadet bei mir an, ohne Nachportung. Und Damien Markus schreibt, ich soll seine Adresse im Video zeigen, denn er möchte mehr Postkarten bekommen, mehr Post. Kann ich aus Sicherheitsgründen aber nicht machen. Ja, nicht alle Leute meinen das gut, schicken dir vielleicht auch irgendwas zu, was du nicht haben willst, irgendwelche blöden Pakete oder so. Deswegen zeige ich deine Adresse hier nicht im Video, aber wer Postkarten haben möchte, dem empfehle ich postcrossing.com. Dafür muss man ein bisschen Englisch können und dann kann man mit anderen Leuten auf der Welt sich austauschen und bekommt Postkarten aus aller Herren Länder zugeschickt. Ein Zusteller der österreichischen Post hat mir diese Karte geschickt, selbst gestaltet mit dem Kartenstudio der österreichischen Post. Ich denke mal hier, das ist dein Fahrzeug. Vielen Dank für die Karte, viele Grüße nach Österreich. Und von Samuel aus Nordhausen bekam ich diese Karte hier zugeschickt. Am 1. Oktober war World Postcard Day und anlässlich dieses besonderen Tages hat mir Samuel diese Karte geschickt. Vielen Dank. Von Dennis und Kat aus Mölln bzw. Carlisle in UK kommt diese Postkarte. Sie haben dazu geschrieben, sie mussten sie in einen Briefumschlag stecken. Der Postkartenversand aus UK war wohl nicht möglich oder vielleicht hatte die Filiale vor Ort keine passenden Briefmarken da. Ich weiß es nicht. Jedenfalls vielen Dank für eure Karte. Mir ist aufgefallen, dass die Briefmarke nicht abgestempelt wurde, aber man kann sie auch nicht wieder ablösen, denn die Briefmarke hat so Perforationen. Man kennt sie vielleicht so von Rabattetiketten im Supermarkt, so 30% kurz vor Ablauf. Diese Etiketten kann man auch nicht beschädigungsfrei ablösen, weil sie eben perforiert sind und die Perforation würde dafür sorgen, dass die Marke beim Ablösen beschädigt wird. Und die britische Post hat auch solche Matrixcode, wie wir sie in Deutschland kennen. Auch das soll gegen Doppelverwendung von Briefmarken helfen. Und nochmal Post aus Großbritannien, diesmal von James aus Bristol. Ja, James hat sich einen kleinen Spaß erlaubt und meine Straße und Hausnummer kopfüber geschrieben. Er wollte sehen, ob er damit Royal Mail verwirren kann, aber auch weder Royal Mail noch die Deutsche Post haben sich beirren lassen. Die Karte ist bei mir angekommen, vielen Dank. James schreibt, dass der Stempel, der Poststempel angeblich von einem britischen Kriegsschiff stammen soll, aber das sieht mir eher maschinell abgestempelt aus. Vielleicht, James, hast du die Karte ja auf einem Kriegsschiff eingeworfen, so als Schiffspost, ist ja möglich, hier in Deutschland auch, aber dann wurde das vielleicht doch im Briefzentrum maschinell abgestempelt. Nichtsdestotrotz eine tolle Karte. Vielen Dank. In diesem Briefumschlag hat mir Robert aus Magdeburg ein Fanmagazin vom 1. FC Magdeburg zugeschickt. Das habe ich ehrlicherweise sofort im Altpapier entsorgt. Sorry, Robert, weil es mich nicht so sehr interessiert. Aber dafür ist der Frankiervermerk ganz interessant. Biberpost. Ich glaube, von diesem privaten Briefdienst hatte ich auch noch nie eine Sendung bekommen. Vielen Dank.
Kevin aus Dortmund-Körne hat mir diesen Brief geschickt mit ein paar alten Postformularen. Er schreibt, durch meinen Kanal ist sein Interesse an der Philatelie erwacht. Er hat mit Postcrossing begonnen und sich auch bei Quotas als Posttester registriert. Ja, finde ich super. Vielen Dank für deine Post. Er hat mir so einen halbtransparenten Briefumschlag zugeschickt, aus so einem Material. Darin sind auch die Nothing Phones eingepackt. Und Julian hat mir noch ein selbstgebasteltes Miniaturmodell vom Nothing Phone 2 zugeschickt. Ja, finde ich super. Herzlichen Dank. Und zwischendurch mal wieder nichtssagende Zuschauerpost ohne Absender, ohne alles. Dieser Brief hier ist von Frederik aus Sehnde. Hallo, lieber Herr Persil, schreibt er, aber ihr dürft mich auch gern alle duzen. Ja, Frederik möchte gern gegrüßt werden, was ich hiermit tue. Liebe Grüße nach Sehnde. Außerdem hatte sich Frederik auf meiner Website paketa.de registriert, hatte Login-Probleme. Irgendwie funktionierte das nicht. Ich hoffe, das ist jetzt behoben. Ich hatte dir ja schon per Brief geantwortet, Frederik. Wenn das Einloggen immer noch nicht funktioniert, schreib mir am besten eine E-Mail. Sebastian aus Wien hat mir geschrieben und viele Vorschläge für künftige Videos gemacht. Nicht alles davon werde ich aufgreifen oder eigentlich werde ich erstmal keine Idee von dir aufgreifen, obwohl sie gut sind. Aber zum Beispiel ein Logistikzentrum besuchen und eine Doku drüber zu machen, das ist für mich zu aufwendig. Ich mache eigentlich nur Videos hier aus meiner kleinen Studioecke. Für mehr fehlt mir die Zeit und die Ressourcen. Aber vielen Dank, Sebastian, dass du dir Gedanken gemacht hast und mir so viele Ideen vorgeschlagen hast. Sascha aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein hat mir diesen Brief hier zugeschickt mit dem privaten Briefdienstleister Nordbrief, abgeschickt am 26.09., zugestellt bei mir am 2.10. Ich vermute zugestellt durch die Deutsche Post, obwohl hier kein Deutsche Post Frankiervermerk drauf ist. Sonst hat bei mir immer Pinmail zugestellt, aber ich vermute, dass Pinmail sich aus Hamburg zurückgezogen hat. Da muss ich nochmal eine Presseanfrage an Pinmail stellen. Aber ich glaube, aktuell gibt es keinen privaten Briefdienst, zumindest hier in meinem Stadtviertel liefert jetzt immer die Deutsche Post aus, was mit Pinmail, Nordbrief etc. versendet wird. Ja, vielen Dank, Sascha, für deinen Test. Dieser Brief hier ist von Tim aus Österreich und darin stecken ganz viele Dankes- und Lobesworte für mich und für meinen Kanal. Darüber freue ich mich natürlich riesig. Ja, herzlichen Dank, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ein Mini-Einschreiben, das kommt von Lukas aus Mainz. Ja, den passenden Briefumschlag dazu hatte sich Lukas zuvor im Paketa-Shop gekauft. Ja, und mir dann den Brief quasi zurückgeschickt. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Herzlichen Dank. Diese beiden Briefe haben eine verdrehte Adresse. Trotzdem sind sie bei mir angekommen. Jonas aus Berlin ist mal wieder der Absender. Ja, Jonas, du hast immer kreative Ideen. Und Jonas, du bist ja ein Fan davon, immer nur 5 Cent Porto aufzukleben, zumindest bei diesem Brief hier. Mich wundert, dass die Deutsche Post das nicht erkennt, dass solche Briefe unterfrankiert sind. Aber tja, komm ohne Nachporto bei mir an. Vielen Dank, Jonas. Diese beiden Karten sind von Jonas aus Berlin. Eine normale Papierpostkarte und eine Holzpostkarte. Ja, hier auf dieser Karte schreibt Jonas, dass er seit über 10 Jahren bei Postcrossing mitmacht, schon fast 700 Karten verschickt hat dort. Respekt für diese Leistung. Ja, und bei der Holzpostkarte finde ich bemerkenswert, dass die Vorderseite manuell entwertet wurde. Sieht man hier an einem Handrollstempel. Die Rückseite wurde ja komplett vergessen, obwohl die Briefmarken auf der Vorderseite reichen eigentlich gar nicht aus für eine ordnungsgemäße Frankierung. Ja, vielen Dank für diese postalische Kuriosität, Jonas. Stammzuschauer Ryan aus Österreich hat diese Postkarte ganz individuell für mich gestaltet. 16.900 Abonnenten. Vielen Dank an jeden einzelnen Abonnenten. Und auch wenn ihr nicht Abonnent seid und meine Videos schaut, vielen Dank an euch. Und vielen Dank an Ryan, dass du diese Karte für mich gestaltet hast. Ja, und erinnert ihr euch noch an Ersin Mert aus Wiel? Im letzten Zuschauerpostvideo hatte er mir auch schon einen Brief geschickt und darum gebeten, dass ich seine Adresse öffentlich im Video zeige, damit er ganz viel Post von euch zugeschickt bekommt. Und jetzt hat mir Ersin Mert erneut geschrieben und sich bedankt. Tatsächlich haben einige von euch ihm Briefe zugeschickt oder Postkarten, ich weiß nicht was. Jedenfalls hat er was bekommen. Er bittet darum, dass ich seine Adresse nochmal zeige, denn im letzten Video hatte ich sie geblurrt aus Sicherheitsgründen. Einige von euch hatten darauf hingewiesen, dass sowas auch riskant sein kann, wenn man Adressen öffentlich zeigt. Deshalb, Ersin Mert, werde ich deine Adresse jetzt aus Sicherheitsgründen nicht erneut öffentlich zeigen. Aber du kannst dich unter paketa.de/forum registrieren. Dort gibt es ein Unterforum Post und Paket testen. Da schicken sich Nutzer gegenseitig Testbriefe, Testpakete zu. Und wer Interesse daran hat, daran teilzunehmen, ganz kostenlos, unverbindlich, man muss auch nicht mitmachen, kann sich das alles aussuchen, der kann sich da im Forum mal registrieren. Und zum Abschluss nochmal Post von Jonas aus Berlin. Hier ist jede Menge Glitter drin. Das weiß ich, weil die eine Hälfte des Glitters schon vor meinem Schreibtisch verteilt liegt. Jetzt liegt die andere Hälfte hier. Ja, das war eine Überraschung. Herzlichen Dank, Jonas und alle anderen, dass ihr mir geschrieben habt. Jetzt gleich nach dem Abspann zeige ich euch nochmal eine gekürzte Version meines letzten Zuschauerpost-Short-Videos, denn das wurde von YouTube beanstandet, wurde nur ab 18 eingestuft aufgrund einer bestimmten Postkarte. Deshalb habe ich jetzt das nochmal geschnitten und stelle es hier ans Ende dieses Videos heran. Ja, vielen Dank und bis bald bei Paketa.
Auch kreativ, diese Idee von einem anonymen Absender. Wer diese Karte in der Hand hält, also unterwegs bei der Post, darf immer einen Teil ausmalen, damit die Karte bunt bei mir ankommt. Ja, hat leider nicht funktioniert, aber klasse Idee, Dankeschön. In diesem Brief hier steckt ein Autogramm vom Bundeskanzler. Ja, da habe ich mich gewundert. Schaut ihr meine Videos oder hat das jemand von euch angefordert? Auf diesem goldenen Brief steht hinten drauf, ich soll das Öffnen filmen. Ja, da bin ich jetzt mal doppelt neugierig. Ja, das war ein kleiner Schrecken, kleiner Gag von Zuschauer Jan. Er hat mir so aufziehbare Schmetterlinge in den Brief hineingelegt. Vielen Dank. Und er hat mir den Oscar verliehen für die informativste Sendung zum Thema Post und Paket. Deshalb auch der goldene Umschlag. Jan schreibt, diese Umschläge wurden tatsächlich früher von der Firma Gmund für die offizielle Oscarverleihung produziert. Bei diesem Brief von Jonas aus Berlin ist mir aufgefallen, dass auf dem Einschreibelabel steht, Zusatzentgelt bezahlt. Ja, hoffentlich werden damit Betrügereien verhindert, wie zum Beispiel früher bei solchen Labeln einfach handschriftlich ergänzt bezahlt und die Post hat das geglaubt.